Beim letzten Mal haben wir noch ein paar Radfahrern Äste in die Speichen geworfen und jetzt fahren wir weiter über den Radweg. Da sollten jetzt nicht mehr allzu viele Leute rumfahren, ne? Ich habe mir mittlerweile einen guten Namen gemacht und gucken uns ein wenig weiter den Rest dieser Route an. Moin Leute und willkommen zurück zur Pokémon Platin Random Log. Ich glaube, gibt es überhaupt noch Radfahrer, die es zu klatschen gilt? Oh ja, die gibt's. Okay. Gut, dass ich noch geheilt habe. Alles wieder tutti komplett. Ich habe auch schon wieder meine ganzen Vorräte aufgestockt und so. ETC, alles wieder gut. Also wir haben jetzt wieder Tränke und Pokéball und alles, was es nicht so gibt. Manche Menschen finden heraus, wer schneller ist. Andere vergleichen ihre Technik. Zu welchem gehörst du? Ich bin, glaube ich, eher der Typ, der seine Technik zeigt. Techniker Jacqueline möchte wieder kämpfen mit dem Tauros. Okay, das ist gar nicht mal so ungefährlich eigentlich. Aber ich vertraue Faith, dass sie das hinkriegen könnte, zumindest. Wir brauchen den Angriff sowieso nicht, den... Wieso machst du... Bist du doof? Bist du irgendwie doof? Ich glaube schon. Gut. Ich vertraue Faith da schon, dass sie das schaffen könnte. Ah, sie macht so wenig Schaden. Oh, Verfolgung hat er. Das ist gefährlich. Ich glaube, ich sollte dann lieber jetzt auswechseln, bevor ich irgendwann dazu gezwungen bin, auszuwechseln und es dann nicht kann wegen der Verfolgung. Die macht ja, ich glaube, nur das doppelte Schaden dann. Gegen den Tauros, was machen wir denn da? Pablo kann Zertrümmerer? Oder kann er doch, ne? Ja, kann er. Dann mach das mal Pablo. Ja, warum nicht? Okay, er macht sowieso nicht Verfolgung, das ist schon mal ganz ordentlich. Kriegen wir keinen extra Schaden reingeboostet. Okay, Grimasse. Damit kann ich leben, du bist höchstwahrscheinlich sowieso schneller. Na gut, höchstwahrscheinlich nicht, aber... Na, ich habe jetzt... Ich bin irgendwie noch nicht so ganz auf der Höhe, habe ich das Gefühl. Na gut, er macht uns sowieso nicht so viel Schaden, selbst mit der Verfolgung, die er einsetzt. Was heißt selbst mit der Verfolgung, aber... Zertrümmerer, so. Hornattacke? Ich wusste gar nicht, dass er sowas kann. Aber er kann es offensichtlich ziemlich gut. Dann heile ich mal kurz, bevor noch irgendwas in die Brüche geht. Mit einem Supertrank, wie gesagt, ich habe ein bisschen aufgestockt, vor allem bis 20 Supertränke. Ich habe richtig reingehauen, habe ich da jetzt. Voll auf den Putz geklatscht, habe ich. So, bitte keine Hornattacke, okay. Verfolgung kannst du gerne weitermachen. Denn dann bist du gleich Geschichte. Und zwar mit der nächsten Zertrümmerer-Attacke. Okay. Bitte kein Crit. Sehr gut. Ein Crit hätte nämlich, glaube ich, ausgereicht. Das wäre ziemlich... Evil geworden, mein Lieber. So, du wurdest aber besiegt. Tauros ist aber auch echt ziemlich stark, muss man sagen. So. Und ein Togepi. Das könnte Faith aber hinkriegen. Kommt natürlich auch darauf an, was das Togepi mit seinem Metronom so anstellt, aber an sich sollte das ja klappen. Haben wir mittlerweile auch ein Togepi. Das haben wir beim vorletzten Part bekommen. Zufällig generiert. Und jetzt machen wir eine Schlammbombe. Das macht nämlich immer noch, oh Mann, mehr Schaden als die Vereisung durch den Pulverschnee. Und deswegen mache ich das lieber. Auch wenn wir natürlich eine geringere Trefferquote haben, aber 85% ist noch ziemlich in Ordnung, muss man sagen. Und Faith, du brauchst unbedingt das Level-Up. Ich weiß, es dauert noch ein bisschen. Also nicht mehr allzu lange, aber noch ein bisschen. Okay, Frostbeule, ist okay. Das passt. Das kannst du gerne weitermachen. So. Wenn wir Glück haben, trifft das nächste Mal auch. Stimmt, Frostbeule war ja so eine Walzer, so eine Walzer-Alternative, ne? Nur mit Frost halt. Okay, Energiefokus. Muss man ein bisschen aufpassen gerade mal. Denn je nachdem, was er jetzt als nächstes bekommt und wenn das hier nicht ausreichen sollte. Ja. Okay. Damit, da kannst du gerne dran bleiben. Ich finde, Togepi macht einfach extrem viel Spaß, weil es eben das Metronom hat. Aber es ist halt auch extrem gefährlich, damit zu arbeiten einfach. Weil es könnte halt jede Attacke kommen. Und wenn du da irgendwie an den Falschen gerätst, der am besten noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Resistenz gegen deine Attacke hat und du dann irgendwie Rückschlag bekommst, heißt es überhaupt Rückschlag? Also, dass du halt von deiner eigenen Attacke getroffen wirst. Recoil. Erstmal, dann wird es halt gefährlich, das wollte ich nur mal sagen. So, jetzt nehmen wir aber erstmal den Trank, der ist jetzt ganz unten. Bisschen doof, aber egal. So, schön einmal aufpulschen hier wieder, wenn wir schon mal dabei sind. So. Bei Pablo dauert es auch noch ein bisschen mit dem Level Up. Bis 30 halt. Also schon noch ein bisschen sehr lange. Aber das werden wir auf jeden Fall noch... Diese Entwicklung werden wir auf jeden Fall noch mitkriegen. Ob er es bis zum Bruder Lander schafft, ist dann die andere Frage. Hallöchen! Wenn du mich besiegst, wird dir etwas Mieses passieren. Verlass dich drauf. Alter, willst du mit mir... Das ist ganz schön gemein von dir! Ich meine, ich spiele eine Nuzlocke-Variante, ja, Stacy... Das sagt man nicht. Da sagt man nicht, dass da was Böses passieren kann. Das ist echt fies.
So. Pulverschnee. Lebensula, das kannst du gerne 100.000 Mal hintereinander machen. Liebend gerne. Ich sollte mir eigentlich relativ viel Schaden machen mit dem Pulverschnee, oder? So ein bisschen immerhin. Boah, zumindest mehr als Taurus. Das ist schon mal ein guter Anfang. Oh, Metallklaue. Sowas kann der. Wieso kann der sowas? Kann er das echt per Level ablernen, sowas? Ich wüsste jetzt nicht, warum. Dann muss ich schon wieder auswechseln mit Faith. Ist echt schade. Ich würde Faith echt liebend gerne trainieren, aber sie ist halt einfach nicht so die Wucht einfach, ne? Gut, aber Metall können wir natürlich auch mit Metall reagieren. Warum nicht? Da sollte er zumindest jetzt so gut wie gar keinen Schaden machen, zumal auch Charlie eine extreme Bombe in der Verteidigung ist. Natürlich, das hat er einfach predicted und macht jetzt Aquaknarre. Okay, ich bleibe aber trotzdem mit Charlie drin, weil er offensichtlich so gut wie gar keinen Schaden damit macht. Wir machen Zitrümmer an. Okay, er härtnert sich, da hat er schon... Er predicted mich einfach weg. Er predicted mich einfach weg. Jetzt, falls wir jetzt nämlich seine Verteidigung senken sollten... Ah, oh Mann, schade. Na, ich bleib trotzdem auf Zertrümmerer, weil ich seine Verteidigung senken möchte. Bist du blöd? Wieso machst du denn jetzt Metallklaue? Du hast mit Aquaknarre schon immerhin einigermaßen adäquaten Schaden gemacht und jetzt... Ach, egal. Ist ja auch Wumpe, ist ja nicht mein Problem, ne? Ist ja nicht mein Problem. Charlie ist echt eine richtige Wucht, also muss ich wirklich sagen, ist richtig, richtig glücklich, dass wir den bekommen haben, oder dass er an die richtige Stelle zufällig generiert wurde. Sehr, sehr schön. So, guckt euch mal an, selbst so eine sehr effektive Attacke tankt er einfach weg, auch wenn es speziell ist. Anorith wurde besiegt. Faith erhält ein Level Up, perfekt, das heißt, wir müssen sie sowieso erstmal nicht trainieren. Charlie bekommt auch noch ein paar Pünktchen dazu und Stacy wurde besiegt, ist doch herrlich. Kawumms! Ja, das sage ich auch immer, wenn ich verliere. So, dich heilen wir aber trotzdem nochmal kurz hoch, liebe Faith, bevor hier noch irgendwas passieren sollte. Liebend gerne auch ganz. Wir haben es ja mittlerweile, mittlerweile können wir uns sowas ja leisten. Und hier unten nochmal bei Charlie. Ich habe jetzt aber, glaube ich, noch keinen Schutz gekauft, falls ich mich da jetzt so recht entsinne. Ich kann nochmal kurz gucken. Ich meine aber, Schutz habe ich noch nicht. Nee. Da bin ich noch ein bisschen zu weit entfernt, zumindest vom Finanziellen her, möchte ich das ungern jetzt schon nutzen, sowas. So, gehen wir also mal hier hinein und müssten dann an sich schon hier durch sein. Wer bist du denn, meine Liebe? Was wäre ein Fahrrad ohne Schmuck? Du brauchst eine Fahne, das ist ein Pokémon-Accessoire. Du sagst, was wäre ein Fahrrad ohne Schmuck und gibst uns ein Pokémon-Accessoire. Das macht sehr viel Sinn. Ich meine natürlich ein Accessoire, Entschuldigung. Wenn ich schon mal hier im Deutschen bin, dann muss man das natürlich auch adäquat aussprechen. So, Himbeere wurde, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich muss sagen, mit Beeren kenne ich mich so gar nicht aus. Es ist nicht so, dass ich mich in wirklich vielen Sachen im Pokémon überhaupt auskennen würde, aber mit Beeren noch viel weniger als sonst noch. So, wir gehen mal hier nach oben, denn hier ist noch der Rest der Route. Und wir können wieder einen Mon fangen, sehe ich gerade, denn auf der Radroute konnten wir schlecht was fangen. Deswegen ist es jetzt eigentlich hier perfekt. So, Irma kommt mal nach vorne. Denn der gute Irma, ich finde es immer noch komisch, ihn so nennen zu müssen, aber gut, der gute Irma, der hat ja die Stachelspore und kann dementsprechend ganz gut paralysieren. So, wen haben wir denn hier? Oh, ein Spoink! Das, da hätten wir ja, ich hab ja schon vor ein paar Parts gesagt, vielleicht war es auch im letzten Part, ich weiß nicht genau, dass ich gerne so ein psychisches Pokémon haben würde. Also entweder Unlicht, Psycho oder Geist, weil das ist immer ziemlich wichtig, dass man sowas auch dabei hat. Falls nämlich zum Beispiel Kampf-Pokémon kommen, da hätten wir uns nämlich bisher noch überhaupt nicht gegen wehren können. Jetzt zumindest ein wenig, zumindest wenn ich es einsetzen würde. So ein Megasauger solltest du aber locker aushalten an sich, oder? Ich meine, Megasauger ist ziemlich schwach und, ja, hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn das gereicht hätte. Psychosteuer sollte nicht so viel Schaden machen. Okay, aber doch ein bisschen zu viel, als dass ich das haben wollen würde. Deswegen switch ich lieber auf Maggie. Ja, Maggie und dann, ich glaube, eine Aquaknarre sollte auch noch nicht ausreichen, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich möchte es ungern riskieren, deswegen mache ich jetzt irgendwas, was sehr wenig Schaden macht. Tackle zum Beispiel. Ist auch schon so viel. Gefällt mir echt nicht gerade. Der kriegt mir zu viel Schaden und der macht mir vor allem auch viel zu viel Schaden gerade. Wir werfen mal direkt einen Hyperball. Haben wir noch zwei Stück von, also sollte das gut passen. Und ich muss halt wirklich aufpassen, dass ich jedes Pokémon mitnehmen kann, was es überhaupt geht. Wie es mir möglich ist, muss ich wirklich jeden mitnehmen. Das heißt, ist mir auch mittlerweile jedes Mittel recht. Ich habe ja gesehen, am Anfang hatten wir ja das Flunkiefer und da habe ich es nicht mit dem Hyperball gefangen. Und diesen Fehler werde ich bestimmt nicht normal machen. Spoink wurde gefangen, ein neuer Eintrag im Pokédex. Sprungfeder. Es hüpft beständig umher, wobei es seinen Schweif als Feder verwendet. Nur so bleibt sein Herz aktiv. Ja, eines dieser Pokémon,
wo man einmal kurz drüber nachdenken muss und dann merkt, ach ja, wenn der Nick springt, ist der tot. Cool. Ich suche mal kurz einen Namen raus. Bis gleich. Denn es sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. So, Sabrina heißt die gute Dame. Das war, tut mir leid, ich musste das jetzt so singen, weil das das erste war, was mir da eingefallen ist. Sabrina, Sabrina, Sabrina. So, Sabrina, du kommst aber erstmal auf die Box. Wir sehen uns dann später wieder. Hoffentlich nicht, aber es könnte ja passieren. So, ich switche ja die Pokémon nur, wenn ich sie switchen muss. Also, nur um das nochmal kurz angesprochen zu haben. So, Irma, du kannst dich erstmal kurz an einem Trank gütig tun. So. Und dann kümmern wir uns hier um die restlichen Trainer, die hier oben noch rumlungern. Denn wir haben ja vom Radweg schon gesehen, dass hier noch ein paar Leute umhergestapft sind. Hier ist erstmal ein Item. Es ist ein Top-Beleber. Ein bisschen was zum Verkaufen. Sehr schön. Und weiter geht die wilde Fahrt. Schön an den ganzen Grasbüscheln vorbei. So, Irma, schaffst du das? Ich denke schon. Na komm. Es war so klar. Es war so klar. Will ich mich gerade umdrehen und zu dem Typen gehen? Aber nein. Das Quiekel hat offensichtlich andere Probleme mit uns. Gut. Irma, immer noch cool, dass es im Premierball gefangen ist. Eher im Premierball... Du willst nicht kämpfen? Wie komisch, angeblich gibt es zwei Höhlen an der Route 206. Wieso finde ich denn nur einen Eingang? Gute Frage. Vielleicht ist der andere Eingang... vielleicht ist der andere Eingang noch nicht offen. Oder er ist weiter oben. Noch ein bisschen Zink, sehr schön. Ich muss Maggie gerade heilen, sehe ich gerade. Und ich möchte ja ungern in den Kampf reingeworfen werden, ohne vorbereitet zu sein. Also so, ein bisschen was gesoffen wieder, die gute Maggie. So. Willst du kämpfen? Ah, er möchte kämpfen. Und versperrt mir dabei den Weg. Vielen Dank. Hoppla, das hat mich erschreckt. Nun, dann lass uns kämpfen. Ja, bitte. Lieben gerne. Aber er muss mir trotzdem nicht den Weg versperren. So. Juggler Ann. Ich finde diesen Namen immer noch herrlich. Das ist eigentlich eine der großen Stärken von dem Randomizer, dass die Namen einfach immer komplett schlecht sind. Also überhaupt gar nicht passen. So, du hast doch bestimmt irgendeine Käferattacke. Das ist ein bisschen doof. Nehmen wir doch mal Maggie. Denn bevor du mir hier allzu viel Schaden machst, ich meine, gut, Irma geht noch, was Käferattacken angeht, aber genau sowas könnte nämlich auch passieren. Und mit den Käferattacken ist es halt nur wichtig, dass ich da... machen wir Biss. Bei den Käferattacken ist es halt nur wichtig, dass ich sowas wie Vivien nicht reinhole. Und ja, sowas ist natürlich jetzt auch nicht gerade schön. Na, ich glaube, es ist eine Aquaknarre sogar schlauer, ne? Mit dem Stab und so ist es, glaube ich, ein bisschen schlauer. Gut, Maggie. Mach mir keine Sorgen, ja? Mach mir keine Sorgen. Sie macht mir Sorgen. Dankeschön. Okay, dann müssen wir mal kurz heilen. Und zwar mit Top-Genesung haben wir sogar. Krass. Haben wir bestimmt irgendwo gefunden. Ich habe mir die bestimmt nicht gekauft. Das ist mir schon mal... Da bin ich mir sicher. Die werde ich jetzt auch nicht in so einem einfachen Trainerkampf nutzen. Aber schön, dass wir sie haben. Das ist immerhin ganz ordentlich. Och, Mann, was bist du denn für ein nerviger Typ? Was ist denn los mit dir? Hast du irgendwelche Probleme mit mir? Offensichtlich. Giftpuder ist so eine der Attacken, die ich überhaupt nicht leiden kann. Okay, jetzt haben wir zumindest alle seine Attacken gesehen und Blutsauger ist nicht allzu stark. Aber trotzdem werde ich irgendwann nicht reinholen wegen der Konfusion. Die darf man ja auch nicht vergessen. Bitte komm durch. Glück ist nicht gerade auf unserer Seite, habe ich das Gefühl. Danke, bist nicht mehr verwirrt. Das ist aber sehr freundlich von dir. Jetzt macht er gleich wieder einen super Schallwetten. Guck mal, und wir... Okay, es war ein Crit. Gut, bin ja schon ruhig. Aber trotzdem, wir machen ziemlich viel Schaden. Das heißt, zumindest mit einem Free-Hit würden wir ihn bestimmt aus den Latschen hauen können. Und ich möchte das jetzt mit Maggie durchziehen, weil ich mag das echt nicht gerne, wenn die ganzen Erfahrungspunkte so aufgeteilt sind. Das ist, glaube ich, so eine Situation, die in einem Pokémon-Spiel so vielleicht in 1% der Kämpfe vorkommt. Dass der austauscht. Vor allem auch aus keinem wirklichen Grund. Hier muss ich aber leider auch auswechseln. Tut mir sehr leid. Irma wäre jetzt gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wegen des Giftstachels. Auch wenn Sazenia das bestimmt 5 Stück mindestens einstecken kann. Aber trotzdem. Und ich habe beim Sazenia schon wieder den Gifttyp vergessen. Was ist denn los mit mir? Ich vergesse den irgendwie... Ich weiß nicht. Machen wir einen Zerschneider. So. Geht das? Ja, ist okay. Ist okay. Vor allem, wenn du die ganze Zeit bei Lockdorf bleibst, was so irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht gerade. Aber gut, du hast bestimmt noch irgendeinen Rankenhieb oder sowas, was uns eigentlich gar keinen Schaden machen sollte. Was hättest du noch? Bestimmte Giftattacke, hast du auch noch Säure oder sowas? Aber es ist bestimmt viel effektiver, wenn du die ganze Zeit Lockdorf spammst. Also, für mich ist das gar kein Problem. Wirklich, also mach das bitte liebend gerne weiter.
Wobei hat Sazin. Ja, Sazin hat ganz sicher den Gifttyp, ne? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. So, das macht 3 Schaden. Okay, 4. Wow, damn. Vielleicht war es aber auch nur ein guter Roll für ihn. Weiß man nicht. Wir das finishen jetzt einfach mit dem Zerschneider. Da hat er nochmal kurz sich überlegen müssen, ach, vielleicht ist es doch schlauer, den einzuschläfern. Ja, vielleicht, möglicherweise ist das eine bessere Idee, als die ganze Zeit Lockduft zu spammen. Wie gesagt, ja, gut aufgepasst, mein Lieber. Boah, dieser Kampf, der, ah, danke schön, danke. Ich wollte gerade sagen, wie sehr sich der Kampf wieder in die Länge zieht, aber tut er offensichtlich nicht. Da hat Irma zumindest was dagegen. Ein paar Erfahrungspünktchen. Nee, ich krieg auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Und das O-Mod kommt zurück. Die Rückkehr des O-Mod. Ich weiß jetzt nicht. Nee, Flugattacke hat es auf jeden Fall nicht. Das heißt, ist auf jeden Fall sicher, dass ich hier das unser guten Irma dabei habe. Ich überlege gerade, ob O-Mod Gift oder Flug hat als Typ. Ich teste das mal gerade aus. Okay, hat Gift. Okay. Ich war mir gerade nicht ein bisschen unsicher, weil zum Beispiel ja. Wie heißt denn das jetzt? Es gibt zumindest viele an. Zum Beispiel Smetbow hat ja zum Beispiel nicht den Gift-Typ, sondern den Flugtyp. Oder hat's doch, ne? Ja, bin mir relativ sicher zumindest. So, wir müssen jetzt langsam mal finishen, meine Liebe. Okay. Ich switch dann nochmal raus. Zumal er auch die Konfusion hat, stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ich switch aber nicht auf Maggie, bevor hier noch irgendwas passieren sollte, nehme ich lieber Pablo. Dann nehme ich lieber Pablo, bevor noch irgendwas passiert. Aber echt, dieser Kampf, ich meine, der ist überhaupt nicht gefährlich, aber er ist einfach nur so extrem lang. Weil er mich die ganze Zeit verwirrt oder mich einschläfert, das ist voll nervig, der Typ. Wir machen Kopfnuss. Wir sind nicht schneller. Okay, das ist krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und jetzt muss ich schon zweimal das Gift heilen nach diesem Kampf. 2 Gift gegen Gift muss ich deinetwegen verschwenden. Ist es das, was du willst? Ist es das, was du willst? Offensichtlich, ja. Alter, hättest du mich jetzt nochmal verwirrt, ich wäre ausgerastet. Dankeschön. So. Damit wäre dann auch dieser Kampf beendet. Sehr schön. Irma und Pablo und Maggie bekommen auch nochmal... Maggie nicht? Okay. Deine Stärke bringt mich aus dem Konzept. Okay. Wenn du das sagst. So. Erstmal Gegengift-Spam. So, wo haben wir das denn? Gegengift. 4 Stück habe ich da nur. Ich muss echt mal... Wenn jetzt noch mehr von solchen Kollegen kommen, dann muss ich da echt mal ein bisschen aufstocken. So. Dann wird Irma nochmal kurz geheilt. Mit dem Tränkchen. Die Tränke, die saufe ich aber auch echt leer. Ne? Das ist echt schlimm. Schlimm ist das mit mir. Das Gute ist, dass Irma sich natürlich selbst heilen kann. Ich habe gerade gehofft, dass wir jetzt nicht aufgehalten werden von dem Mon. Aber gut. Noch ein Spoink. Spoink mag ich übrigens sehr gerne. Auch wenn ich irgendwie die Entwicklung schon fast ein bisschen verstörend finde, aber Spoink an sich ist super. Spoink mag ich sehr gerne. So, haben wir hier drüben noch einen Kollegen? Haben wir noch ein Item? Und da unten sind noch ein paar Beeren. Da müssen wir auch noch gleich mal kurz vorbeischauen. So. Es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn es irgendwann in den Pokémon-Neuerungen sowas wie einen Auto-Flucht-Button geben würde oder so. Dass man nur in den Kampf reingezogen wird, wenn man eine deutlich geringere Initiative als sein Gegner hat. Das wäre ganz cool. Das wäre ziemlich cool, wäre auf jeden Fall Sinn. Alter, Psyana gab's hier? Oh Mann. Also nichts gegen Spoink. Ich mag Spoink sehr gerne, aber Psyana, das wäre schon... Das wäre awesome gewesen. Das wäre richtig awesome gewesen. Da vorne ist die Höhle. Ja, da gucken wir gleich rein. Hier drüben war nichts mehr. Okay. Okay, okay. Also einmal nach oben. Vielleicht können wir noch in diesem Part hier oben in der Höhle was finden. In der bizarren Höhle. Ach, hier brauchen wir Blitz, ha? Aber wir können ja schon mal was fangen. Wir können ja schon mal was fangen, wenn wir gerade hier sind. Und zwar... dich nicht. Dich haben wir schon. Danke. Deine weibliche Variante, deine weibliche Seite haben wir schon gefangen. Flücht! So. Vielleicht haben wir beim nächsten noch ein bisschen mehr Glück. Ich laufe schon mal ein bisschen hoch. Vielleicht finden wir ja hier was. An sich könnte ich auch hier blind durchlaufen. Ich werde auch hier bestimmt niemanden Blitz beibringen. Ja, Keifel, mein Lieber. Schön, dass du aus irgendeinem Grund jetzt schon entwickelt bist, aber dich haben wir leider auch schon. Beziehungsweise wir haben Quiekel und dementsprechend die Entwicklungsstufe. Also, das ist jetzt der zweite Nachversuch, okay? Gut. Keifel hat offensichtlich große Lust, jetzt gegen uns zu kämpfen. So, tschüss. Einmal probieren wir es noch. Bevor ich hier wieder rausgehe. Ich glaube, ich gehe dann wirklich mit Schutz durch. Johoho! Schönen Tag! Na, wie geht's? Damn! Da muss ich aber leider rausswitchen. Ich würde jetzt vielleicht... Wahrscheinlich würden wir jetzt irgendeine
irgendeine Attacke überleben von ihm. Aber dann nehme ich doch lieber Maggie und ziehe ihn dann mit Biss runter oder sowas. Weil das mir doch ein bisschen zu gefährlich. Alter, Markbrand. Ja, gut, ne? Also eine Glut hätte Irma auf jeden Fall ausgehalten, da bin ich mir sicher. Aber ich möchte sowas... Vielleicht hätte er auch Flammenwurf haben können oder sowas. Ja, und da wäre es mir ein bisschen... Wäre es mir doch ein bisschen zu gefährlich geworden. Gut, er hat Glut und Rauchwolke. Ah, er hat Flammenkörper auch noch. Na super. Du bist mir so einer, hä? Okay, Er hat also bisher nur Glut als effektive Attacke. Das ist schon mal ganz ordentlich. Ja, das ist natürlich doof mit Verbrennung jetzt. Jetzt machen wir noch weniger Schaden. Aber einmal mache ich es noch, bevor ich rausswitche. Okay, jetzt treffen wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr, weil er uns mit Rauchbombe zuspammt. Na doch, okay, sehr gut. Dann switche ich mal kurz raus. Und zwar auf wen denn? Auf Pablo. Pablo kann das ganz gut gegen anstinken. Denn die Glut macht ihm ja sowieso auch genauso wie Maggie gar keinen Schaden an sich. Jetzt spammt er wieder Rauchwolke. Was ist denn dein Problem, Junge? Was ist dein Problem? Was habe ich dir getan? So. Mit Silberrauch, da treffe ich ihn immerhin dich. Also da können wir uns nicht selbst verbrennen. Das ist schon mal ganz gut. Und da es auch kein Stab hat, sollte es auch nicht reichen. Das würde mich zumindest stark wundern. Okay, er hat eine Feuerattacke mit Stab halt. Und er hat eine Unlichtattacke. Okay, gut. Gut zu wissen. Boost, Boost. Ach, schade. Ich möchte ihn halt nicht berühren, das ist das Problem. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Und wenn er jetzt noch... Jetzt hat er ja Finte, hat er eben schon so viel Schaden gemacht. Da möchte ich jetzt ungern drin bleiben, ehrlich gesagt. Ja, Faith. Gänge sogar. Charlie geht nicht, wegen der Feuerattacke natürlich. Ich würde jetzt mal kurz Maggie heilen und dann Maggie wieder reinholen. Aber ich würde Maggie dann am ehesten mit der Top-Genesung heilen. Aber, ja, das Problem ist halt, dass wir mit Maggie... Mit Maggie können wir ihn halt nur angreifen, indem wir ihn treffen. Weil eine Aquaknarre überlebt er nicht. Aber Pablo sollte an sich... Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob Pablo eine Finte überlebt, deswegen heile ich ihn mal lieber kurz. Und dann auch ruhig mit dem Supertrank. Ich möchte dieses Markbrand haben, ja, das ist mir wichtig. Das ist mir wirklich wichtig, dass wir das kriegen. Das Problem ist aber, dass er drei von unseren Mitstreitern hier auskontert mit seiner Glut. Also wir hätten eine Chance, wenn wir uns mit dem Silberhauch boosten würden. Dann würden wir ihm nämlich ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, jetzt hat er schon zweimal unsere Verteidigung gesenkt, das gefällt mir nicht. Ich heile gleich nochmal Maggie kurz hoch. Ja, okay. Dann heile ich nochmal kurz Maggie. Und zwar einfach so, ohne so ein super... Ohne eine Top-Genesung. Weil jetzt eine dreifach gesenkte Verteidigung ist mir dann noch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Da möchte ich das lieber mal kurz restoren mit Maggie. So. Ja. Ist ein bisschen dämlich, dass du jetzt Glut machst, weil an sich würde ja jetzt noch gerade Pablo vorne stehen, aber gut. So. Wie gesagt, Aquaknarre reicht wahrscheinlich aus für ihn und ich mache da lieber einen Biss. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Biss ausreicht, oder? Ich glaube, es wird ziemlich knapp am roten Bereich jetzt sein. Außer wir haben jetzt ziemlich großen, ziemliches Problem mit dem Roll, aber an sich... Okay. Ja, stimmt, die Verbrennung. Ich habe die Verbrennung vergessen. Tut mir leid. Mit Verbrennung ist das natürlich eine andere Sache. Ja, ich passe schon auf. Sehr gut. Er spielt gar nicht mal so doof, muss man ihm auf jeden Fall lassen. Und hier muss ich direkt einen Hyperball werfen. Das ist schon mal klar. Ich kann ihm keine Statuseffekte raufgeben, weil dann müsste ich Irma einwechseln. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Weil vor einem Markbrand eine Glut abzukriegen, das ist ziemlich gefährlich. Also werfen wir jetzt direkt so einen Hyperball rein. Yes. Sehr gut. Markbrand wurde gefangen. Nice. Gut. Nice, sehr, sehr schön. Das gefällt mir. So. Markbrand hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Team. Detonation. Wenn es seine fast 2000 Grad heißen Feuerbälle abfeuert, nimmt sein Körper eine weißliche Farbe an. Das macht sogar physikalisch gesehen Sinn. So. Du bist ein Männchen und wir suchen mal kurz einen Namen raus. Bis gleich.
Ein sehr exotischer Name, wie ich finde. Zumindest kenne ich ihn nur von exotischen Leuten. Zumindest jetzt hier so aus deutschem Raum ausgesehen. Und zwar ist sein Name angelehnt offensichtlich an einen bekannten Fußballspieler, Lionel. Oder Lionel. Ja, schön, dass du im Team bist, Lionel. Ich weiß, ich werde ihn wahrscheinlich Lionel aussprechen. Schön, dass du im Team bist. Komm in Box 1. Und euch, Freunde, sehe ich beim nächsten Mal. Aber erstmal möchte ich nochmal kurz, bevor wir jetzt hier, bevor ich das vergesse, alle wieder hochheilen. Zumindest Maggie. Uns von Brand befreien. Habe ich einen Brandheiler? Ich glaube, ich kaufe mir sowieso nie diese Brandheiler, deswegen. Ja, okay, dann muss Maggie einfach ein bisschen zurückstecken jetzt erstmal. Oder ich gehe mal kurz. Ich gehe, glaube ich, kurz mal offscreen zum Pokécenter und dann sehen wir uns draußen vor der Höhle wahrscheinlich wieder. Oder irgendwo auf dem Radweg oder so. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.